Schluss mit lustig, liebe Freunde der Wüste. Die Sommerpause ist vorbei. Heute geht es um die Ergrünung des Wendelhügels, wie ihr hier schon an den Hintergrundbildern seht. Das zeige ich euch vom Anbeginn, vom Rohbau. Zwischenschritte, Begrasung, Sträucher, Bäume platzieren, miteinander irgendwie, ja, arrangieren, Unkraut draufbringen. Das war hier vom Originalzustand, den ihr jetzt gleich seht. So hat es angefangen. Dazu immer wieder ein paar Ausschnitte von Fahrbetrieb, garniert mit meinem grauenhaften Gelaber, wie es ein Kommentator so schön ausgedrückt hat. Und das Beste, wie immer, am Schluss. Beginnen wir richtig mit einem Schwenk über die Wüstenplatte. Hauptdarsteller, der neue Staatshuk der Wüste, TEE Prinz Eugen. Absolut modellbahntauglich in der sonntäglichen Wagenreihung mit nur 4 Wagen. Fuhr bis Ende der 70er von Wien nach Hannover über Passau, Nürnberg, durchs Rheintal durch und wieder zurück. Der Schwenk geht einfach weiter über die neu gestalteten Bereiche. Das erkennt ihr ja schon, das war ja schon sozusagen das Teststück. Das wurde jetzt hier praktisch mit den gleichen Materialien einfach nur fortgeführt, auch mit den gleichen Techniken. Voraussetzungen auch wieder, das ist ein sehr magerer Boden. Wo es ein bisschen steiler ist, kommt gleich immer der Muschelkalk schon durch. Darum herum viel Unkraut, eigentlich weniger Gras. Hier eine große schöne Strauch- und Baumlandschaft bis zum Horizont, wo es dann wieder waldig wird. Ja, und hier nochmal der Ausgangspunkt. Geländehaut war schon fertig. So hat sich das Ganze vor ein paar Wochen dargestellt. Hier noch der Ausschnitt von dem Schrebergartenbereich, den man dann mal rausnehmen kann für Revision, falls erforderlich, mit Blick auf den Wendel. Ja, und es ist gar nicht so einfach, ein bisschen Filmmaterial zu finden aus der Zeit, wo da hinten in dem Eck noch fast gar nichts entstand. Das waren so die ersten Anfänge von diesem, ja, Wendelhügel zur Überdeckung dann von der Ausfahrt, wo die Radien enger werden. Naja, und da ist schon einiges passiert. Zum Beispiel hier in dem ersten Schritt, gesiebte Erde, bester fränkischer Spargellehm, zweimal gesiebt, auf die Geländehaut drauf, dann schon erste, ja, Grundbedeckungen mit feinem Turf. Hier sieht man schon die einzelnen Grasfasern in mehreren Schichten, allerdings noch nicht irgendwie so ein bisschen von den Übergängen her optimiert, aber man bekommt schon ein bisschen einen Eindruck, wohin die Reise gehen soll. Stichwort, wohin die Reise geht. In dem Fall geht sie wieder nach Hannover. Prinz Eugen ist wieder auf der Platte mit dem jetzt neu gestalteten Bereich im Hintergrund. Gibt eine schöne Tiefenwirkung. Kleiner Schwenk. Der linke Bereich war damals schon ein wenig weiter. Hier im rechten Bereich sieht man mal die einzelnen Schichten. Da wusste ich noch nicht genau, wo jetzt der Wald hinkommt und wo keiner hinkommt. Ich habe einfach mal alles grundbegrünt. Und wenn man zurückschwenkt, sieht man hier schon die ersten Schichten mit ein bisschen hellerem Material, ein bisschen freigemischt, auch noch mit dem Rostton dazu. Das ist alles von Miniatur, das Material in unterschiedlichen Längen. Wie das genau gemacht wird, da gibt es ja schon Videos dazu. Und kleiner Blick nochmal zurück. Das war jetzt so die Zwischenstufe, wo das Eck schon relativ weit war. Der obere Wald hat noch gefehlt und natürlich das Stück rechts im Anschluss, um das es heute geht, war auch noch überhaupt nicht vorhanden. So, nächste Stufe im Aufbau der Bodenbeläge, hätte ich jetzt fast gesagt. Da ist jetzt das Rostbraun dazugekommen, wie man hier sieht. Weniger als Grasimitation. Wir haben ja jetzt keine Steppe oder Weidelandschaft, sondern wir haben hier auch bei mir so im Umfeld in der Natur, wenn man sich schaut, auch eher Gestrüpp und Unkraut und Schösslinge am Boden, weniger Gras. Und das ist jetzt praktisch der Untergrund für alles, was dann, ja, wuchert mit nur wenigen Grasflächen dazwischen. Nächster neuer Zug auf der Platte, ein schöner D-Zug aus den späten 70er Jahren. Die ersten Reisezugwagen sind schon in Ozeanblau-Beige lackiert, allerdings noch in den ersten Jahren klassisch mit schwarzen Schürzen, deswegen auch so schön passend zu den noch in Grün gehaltenen BM-Wagen.
Nächster Schritt in der Detaillierung des Bodens. Jetzt ist aus den Gräsern plötzlich Unkraut und Gestrüpp geworden. Wie ich das genau gemacht habe, da gibt es ja schon ein Video dazu. Das verlinke ich nochmal im Abspann, war sogar eine kleine Reihe. Aber man sieht schon, wie deutlich sich jetzt plötzlich der Charakter zum Rest verändert hat. Hier im nächsten Schritt ist das Gestrüpp schon, sage ich mal, ausgewuchert mit den unterschiedlichen Turffarben auch. Die Strauchreihe ist gewachsen. Die Reihe hinten zum Horizont ist noch nicht fertig. Ihr seht hier, wie das mit dem Semos immer die Anschlüsse gemacht werden, wie praktisch dann die Rohlinge eingepasst werden in den jetzigen Bestand. Das ist ein bisschen wie Lego. Da darf man auch nicht zimperlich sein. Zum Beispiel hier, um diese Lücke zu schließen zum Horizont, das ist eigentlich eher ein Strauch. Man sieht, wie der Ast hier quer liegt. Aber wenn das mal beflockt ist zum Schluss, dann kann man das von der normalen Baumkrone nicht mehr unterscheiden. So wie auch die anderen Sträucher sich hier schön ineinander verfilzt haben. Zur Abwechslung kleine Bahnsteigzähne. Auch immer wieder schön. Im Winter werde ich dann den zweiten Bahnsteig angehen. Ja, und so hat es dann ausgeschaut zum Schluss, als es fertig war. Hier seht ihr nochmal einen Schwenk mit ein paar Details über die gesamte Fläche drüber. Hier hat sich eine Fichte durchgekämpft in ihrem Standort durchs Blätterdach der Rivalen. Hat einen schönen Standort gefunden. Die Waldränder sind mittlerweile komplettiert, sind auch ein paar Blüten noch entstanden, ganz fein gesiebtes Blütenmaterial, dazwischen zwei Tannen, noch eine kleine Fichte. Am Fuß des Berges eher niedrigere Sträucher, da ist der Humusschicht nicht so dick, da wächst nicht so, und wenn man mal so hoch schaut, kann man das schon eigentlich ganz gut anschauen. Dazwischen immer die hellen Stellen, wo der Muschelkalk durchkommt. Immer wieder ein paar Blüten auch noch mitten rein. Muss man höllisch aufpassen, dass das nicht irgendwie zu viel wird. Ich habe eh ein Problem, damit es bei mir nicht irgendwie in Kitsch absumpft. Aber das ist ja mein persönliches Dilemma. Aber immerhin, ein bisschen blüht. Nochmal ein kleiner Blick zurück in die Zeit, wo jetzt so langsam, man sieht schon, also der Berg hinten links ist schon fast fertig. Also die Umrisse sind schon wunderbar dargestellt mit Styropor und wachsen tut es auch schon drauf. Also war nicht mehr viel Arbeit bis zum heutigen Zustand. Schauen wir uns nochmal die untere Kante an. Drunter ist ja dann der Parkplatz. Was man hier ganz schön erkennen kann, das ist der Unterschied, ob man die Semussträucher mit 12 mm oder 6 mm Fasern beschießt. Die 12 mm Fasern symbolisieren ein doch recht ordentliches Wachstum im Sommer von den Schösslingen, die aus dem Strauch rausgekommen sind. Dazwischen aber immer wieder auch hier diese trockenen Stellen. Und so langsam aber sicher breiten sich die Brombeeren und das Unkraut immer weiter aus. Genauso hier auch am Waldrand. Hier ist es ein bisschen luftiger zum Hintergrund. Das ist einfach jetzt mal nur so ein hellgraues Papier gewesen. Schnell mal ausgedruckt, wie der restliche Hintergrund auch. Aber mit so ein bisschen Durchscheinen schaut es auch ganz hübsch aus. Und hier nochmal diese Abbruchkante. Das sind übrigens echte kleine Muschelkalksteinchen, die ich gesammelt habe, und den Blüten. Letzter Schwenk nochmal auf den rechten Bereich oberhalb der Schrebergärten. Wir sind ja hier am Nordhang, deswegen ist es hier auch ein bisschen saftiger. Da hat sich noch eine Kiefer in die Horizontlinie eingeschmuggelt. Hier geht es dann irgendwann mal weiter mit dem Wald. Die Schrebergärten sind ja auch momentan noch im Rohbau. Aber mit der Zeit wird das dann schon alles. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss gibt es noch eine stinklangweilige Rangierfahrt von der V100. TEE kommt auch gleich nochmal ins Bild. Ja, und wer sich nochmal genau anschauen möchte,
wie das mit dem Begrasen und den Sträuchern und dem Beschießen von den Sträuchern, bis da irgendwie das Laub drauf fällt, das Arrangieren funktioniert, dem verlinke ich die Videos im Abspann. Bis dahin.